Endlich wurde zumindest im MDR das erste Mal öffentlich über die DNA-Verunreinigungen in BioNTech-Pfizer-Impfdosen berichtet. Am 12. Dezember 2023. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wann der ORF, die Kronenzeitung oder andere Mainstream-Formate sich einmal dem Thema annehmen. Es lässt sich nicht ewig verschweigen. Ich verlinke euch den Bericht übrigens auf YouTube in der Infobox und auf TikTok in die Comments. Viel Spaß! Jedenfalls sind in Magdeburg 5 mRNA-Ampullen untersucht worden. Die DNA-Verunreinigungen dieser Impfstoffe haben den Grenzwert von der WHO festgelegten Grenzwert übrigens um ein Vielfaches überschritten. Im niedrigsten Fall um das 83-fache und im höchsten Fall sogar um das 354-fache. Als Auftraggeber ist in diesem Bericht ja der Dr. Jürgen Kirchner erwähnt worden. Er heißt übrigens Dr. Jürgen Otto Kirchner. Und warum er das weiß? Ganz einfach, weil ich schon am 5. Oktober 2023, also mehr als 2 Monate vor diesem Bericht, darüber selber berichtet habe. Auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram. Und ich war bei diesem Thema einer der Einzigen. Die DNA-Verunreinigungen wurden übrigens auch schon im April 2023 von amerikanischen Wissenschaftlern bestätigt. Und der Mainstream schweigt. Unter anderem, ob ich in diesem Video, was ich damals gemacht habe, gleich erwähnt auch, dass in Taiwan zum Beispiel ein 18-facher Anstieg von Impfschäden aufgrund der Covid-19-Injektionen vermeldet worden sind. Stand 11. September 2023. Und das, obwohl gerade mal 45% aller Anträge durch waren. Also man hat nicht mehr die Hälfte gehabt und war schon beim 18-fachen Anstieg. Ja, man hat jedenfalls sogar 20 Labore gefragt, ob sie vielleicht die DNA-Verunreinigungen auch untersuchen wollen, aber ausnahmslos alle Labore weigerten sich oder haben sie einfach nicht zurückgemeldet. Mehrere namhafte deutsche Wissenschaftler sind zu diesem Thema auch befragt worden, aber nur wenige haben sie zurückgemeldet. Der Dr. Emanuel Wieler vom Max-Delbrück-Center, übrigens eines von der Bundesregierung finanziertes Institut, ja, hat sich zu Wort gemeldet und hat gemeint, er hält negative Folgen von der DNA-Verunreinigung für höchst unwahrscheinlich. Ich habe mir auch jetzt Monate mal ein bisschen Sand ins Getriebe und sage, das passt schon. Nein, jedenfalls hat er geschrieben, das hat bisher niemanden interessiert, beziehungsweise man vertraut richtigerweise darauf, dass das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde die Prüfarbeit korrekt erledigt. Bumm. Zufällig war es genau das gleiche Paul-Ehrlich-Institut, das am 21. Dezember 2022 333.492 eingegangene Impfschäden gemeldet hat und 50.833 davon schwer. Das ist 20-mal so viel, ja, sind 20-mal so viel Verdachtsfälle für Nebenwirkungen nur bei der Covid-Impfung, ja, gegenüber allen anderen klassischen Impfstoffen vom Jahr 2000 bis 2020. Also in Prozent ausgedrückt, das heißt übrigens 2000%. Ja. Und jetzt fragen wir mal lieber nicht, wie viele das gar nicht gemeldet worden sind, weil man es nicht im Zusammenhang gebracht hat oder es psychosomatisch abgetan hat oder wie viele Ärzte das trotz Pflicht nicht gemeldet haben, ja, weil es nicht extra abgerechnet werden können hat, diese Zeit, oder aus Zeitmangel generell oder weil man Konsequenzen befürchtet hat. Da kann man wahrscheinlich nur ein bisschen mehr dazu. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz einen Vergleich mit dem Kontergans-Skandal aufführen. Bitte. Insgesamt wurden damals in Deutschland etwa 5.000 Kinder mit körperlicher Behinderung durch Kontergan geboren, weltweit an die 10.000. Oft nur durch eine einzige Tablette, so wie bei Peter Brauns Mutter. Kontergan war dieses Medikament mit dem Wirkstoff Thalidomid, das schwerste Missbildungen an Armen und Beinen verursacht hat. Und nicht nur da. Teilweise fehlten sogar Gliedmaßen oder auch Organe bei Neugeborenen. Und wie ihr es gerade gehört habt, 5.000 Fälle in Deutschland, 10.000 weltweit. Was macht man es dann mit so einer Info wie vom Paul-Ehrlich-Institut vom 21.12.2022 von Impfnebenwirkungen für Verdachtsfälle von 333.492? Richtig, man macht weiter Werbung und impft freilichst weiter. Sogar bei Kleinkindern und Jugendlichen, die eigentlich ohnehin null davon betroffen sind. Jedenfalls ist Kontergan im Oktober 1957 auf den Markt gekommen und ist Ende 1961, also 4 Jahre später, wieder vom Markt genommen worden. Auch interessant, 1958, also nicht einmal ein Jahr danach, ist im Bundestag schon diskutiert worden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Kontergan und Fehlbildungen, ja? Ein Jahr danach, ja? Und wir haben diesen Punkt nicht einmal nach über 3 Jahren erreicht, ja? Man könnte sagen, die Vertuschungspropaganda der Medien hat sich schneller und besser entwickelt
als die Wissenschaft. Aber das sehen wir ja in anderen Sachen auch. Wir können zum Beispiel das Weltraumteleskop Hubble im Weltall reparieren, das bringen wir zusammen, das ist kein Problem. Ne? Aber bis heute sind wir nicht einmal in der Lage, zwischen an oder mit Covid verstorben zu unterscheiden. Und nicht vergessen, ob geimpft oder ungeimpft, wir sind alle beschissen, betrogen, belogen worden. Ja? Für diejenigen, die jetzt immer nur das Video schauen, ne, und immer nur einen Wissensdurst haben, denen kann ich einen Beitrag auf YouTube empfehlen. Pandemie der Angst, ja, online seit 10. Dezember 2023 mit Dr. Andreas Sönigsen. Ja. Echt ausführlich in ziemlich allen Dingen, was mir zum Beispiel auch neu war. Die Lüge über die Wirksamkeit, dass über die Wirksamkeit der Impfung gelogen und betrogen wurde, das war schon klar. Aber nun weiß ich auch, wie sie es gemacht haben, die am Anfang 95% Wirksamkeit aus den angeblichen Studien rauszuquetschen. Eine Stunde und 44 Minuten, die sie wirklich auszahlen. Ich würde es empfehlen, das Hauptabendprogramm oder so. Verlinke gleich auch drunter. Viele liebe Grüße, schönen Tag oder Nacht. Da geht es bei mir leider nur. Euer Schnippes. Ciao.